Dass das mit uns punkto Rettung des Planeten nichts werden wird, hätte ich mir echt denken können. Wobei ich zu meiner nachträglichen Ehrenrettung sagen möchte, insgeheim war ja damals schon nicht wirklich überzeugt davon, dass sich jetzt Vernunft, Ökologie und globales Verantwortungsbewusstsein flächendeckend durchsetzen werden. Insgeheim habe ich damals eigentlich schon darauf gehofft, dass einfach einmal sowas passiert wie, was ich, eine Invasion des Planeten Erde durch eine uns technologisch haushoch überlegene, aber absolut wohlgesonnene außerirdische Zivilisation und dass die dann, ne, weißt du, so ein bisschen, wenn man sich selber erinnert als Kind, so mit 8, 9, 10 Jahren im Kinderzimmer, wenn du mit deinen Freunden spielst und das ist so ein Tag, wo das Spielen dann total aus dem Ruderrennen anfängt und alles wird immer ärger und wüder und wüster und es werden schon Sachen hin und du denkst dir selber, das geht nicht gut aus, das geht nicht gut aus, kannst aber auch nicht aufhören, weil du selber so aufgehanselt bist und übertrat und mittendrin und wenn dann die Tür aufliegt und ein Erwachsener sagt, ja, seid ihr alle narrisch geworden? Das ist schier. Demütigend. Aber schon eine Erlösung auch. Also das Urvertrauen in die menschliche Vernunft war bei mir mit 16 definitiv schon abgeditscht. Zumal eben 1983, ich kann mich erinnern, ich habe nochmal nachgeschaut, aber 1983 waren schon so Phänomene, es war zum Beispiel österreichweit nochmal Riesendiskussion über die gesetzliche Einführung der Gurtenpflicht. Was du heute fragst, was war da zum Diskutieren? Da hat es eine starke Opposition gegeben. Also, ja, da kann man doch nicht sagen, Käfestreck umbieten, da kriege ich keine Luft, ist das Steak, ist das Steak. Aha, in meinem eigenen Auto werde ich jetzt vom Staat gezwungen, sehr nett, sind wir jetzt im Ostblock. Also in Substanz und Intelligenz durchaus vergleichbar mit Phänomenen der jüngeren Vergangenheit, wie Mindestsicherungskürzung und Lehrlingsabschiebung. Und was auch damals eigentlich schon genauso war wie heute, war, dass man die Dinge, die sind als wirklich wichtig ausgeschaut und bleibend die Welt verändert haben, die hat man damals wie heute während es passieren eh nicht mitgekriegt. 1983 ist zum Beispiel GPS für den Zivilgebrauch freigegeben worden. Ist damals lang niemand aufgefallen. Der 3D-Druck ist erfunden worden, 83. Und das Internet im engeren Sinn, also das TCP-IP-Protokoll, mit dem wir alle arbeiten, ohne dass uns das groß auffällt, ich hab's auch googelt. Und, sollte man auch nicht unter den Tisch fallen lassen, 1983 war kein Atomkrieg. War aber echt knapp. Nämlich so, dass man sagt hat, dass wir da jetzt so gemütlich sitzen und dann später die Leute daheim vom Fernseher und das da und daheim und Fernseher überhaupt gibt. Verdanken wir alle miteinander einem sowjetischen Offizier, Stanislav Jewgrabowitsch Petrov. Das war der Diensthabende am 26. September 1983 und dem hat damals die sowjetische Satellitenaufklärung gemeldet, dass ein großer US-amerikanischer thermonuklearer Interkontinentalraketenangriff auf die Sowjetunion bereits in vollem Gange ist. Und der Petrov hat sich gedacht, hoffentlich Fehlalarm. Und hat absolut weisungswidrig den Gegenschlag nicht ausgelöst. Der dann natürlich den Gegenschlag ausgelöst hat, der dann natürlich den Gegenschlag ausgelöst hat, das war ja die Idee dahinter. Die Russen haben dann nicht einmal erschossen, die waren selber froh. Aber es ist trotzdem, es ist, ich meine, ich finde ab und zu, das muss man sich ab und zu, finde ich, wieder Atomkrieg. Man, Alter! Mein Vater wäre so angefressen gewesen, 83 war endlich das Wochenendhaus verputzt. Ja? Aber wenn der Petrov an dem Tag mit irgendeinem Karrieretrottel Dienst tauscht hätte, dann wäre es Klimawandel, Artensterben, Digitalisierung, Robotisierung und die Zukunft der Erwerbsarbeit in den westlichen Industrienationen, das waren nicht unsere brennendsten Sorgen. Eh, alles wichtig, aber vergleichsweise Lächelschass. Gerade das mit der Digitalisierung, mein Gott, verschwinden heute halt die Arbeitsplätze. Dafür werden neue Arbeitsplätze entstehen, sagen ja die Experten. Also zugegeben, nicht die Kybernetik, Robotik und Rationalisierungsexperten, aber man muss nehmen, was man kriegt. Die Ökonomen sagen es fast alle. Ich weiß selber, dass das keine richtigen Wissenschaftler sind und natürlich sind das auch arme Hunde, die rennen auch ums Leiberl, ja, und die wollen noch möglichst teure Seminare und hochbezahlte Vorträge unterbringen. Natürlich sagen die, also Entschuldigung, bislang hat noch absolut jede technologische Revolution völlig neue Formen der Erwerbsarbeit hervorgebracht. Es gibt also keinen rationalen Grund, es in Alarmismus zu verfallen und anzunehmen, dass es diesmal anders ist. Und das ist ja historisch was dran. Außer heute war er diesmal anders. Man weiß nicht, das ist das Depperte.